Herzlich willkommen zum nächsten Perk-Video. Heute ist die neue Exklusiv-Legende Fade aus Apex Legends Mobile mit den Perks am Start. Wir fangen direkt an. Leider sind bei einigen Fähigkeiten mein Know-how absolut unterirdisch, weil ich die nicht zu interpretieren weiß, weil es da ein Wort gibt, was ich nicht zu interpretieren weiß. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall vorlesen. Wir fangen mit dem Skilltree natürlich wieder an, wie in allen anderen Videos. Der erste Perk, neuer Verwendungszweck. Beim Verlassen des Phasenraums wird, und da haben wir es nämlich, Woge aktiviert. Ich habe keine Ahnung, was Woge bedeuten soll. Ich habe gesucht und bin nicht fündig geworden. Deswegen kann ich euch nicht erklären, was Woge bedeutet, weil wenn ich jetzt hier mal ganz kurz in die Details nochmal gehe und hier mir die Fähigkeiten angucke. Windschatten, Passiv, Flashback, Taktisch, Phasenkammer, Woge, Fragezeichen. Ich kann es euch leider nicht beantworten. Ist jemand in der Ferne da draußen und weiß, was das bedeuten soll? Haut bitte in die Kommentare, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Es gibt, glaube ich, zwei Perks, die davon betroffen sind, wo Woge aktiviert wird und ich einfach leider nicht weiß, was es bedeuten soll. Dann haben wir natürlich wie bei jeder anderen Legende einen Finisher. Haut 100 Schaden auf dein Evo-Schild obendrauf zum Pimpen. Wir haben eine Fade-Plakette. Nächstes Perk, nachklingender Schatten. Woge hinterlässt Nachbilder, die Squad-Mitglieder berühren können, um einen Geschwindigkeitsboost zu erhalten. Kennen wir von Maggie aus Season 11, Apex Legends Standardversion. Woge könnte natürlich auch, jetzt muss ich aber leider noch mal ganz kurz zurückspringen, Woge, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht Windschatten bedeuten soll. Dass das eine falsche Übersetzung in der deutschen Version von Apex Legends Mobile ist, weil Phasenkammer macht keinen Sinn. Warum sollte die Phasenkammer so eine Punkte hinterlassen? Flashback macht keinen Sinn. Ich denke, dass Windschatten da, wo wir langlaufen und am Ende diesen Slide Boost bekommen, dass der Slide Boost selber wahrscheinlich die Woge ist. Das ist jetzt meine Theorie. Mehr kann ich dazu jetzt gerade aktuell leider nicht sagen. Sorry, dass ich hier einfach keine Ahnung habe. Okay, das hatten wir. Hier haben wir ein Emote. Verwirrt nennt sich das. Wir haben Reue des Bestrafers. Du kannst nach einem Knockdown Flashback sofort wieder aktivieren. Sehr starke Fähigkeit, wie ich finde. Und ich finde allgemein die Legende extrem interessant. Dann haben wir taktischer Vorteil. Der Einsatz deines Finishers lädt deine Taktikfähigkeit wieder auf. Apex Pack ist klar. War das jetzt das? Ja, das war das. Hier haben wir den letzten Perk dafür. Magazinabonnement ist genauso wie bei Octane und einer anderen Legende, weiß ich jetzt nicht, welches war. Der Einsatz deines Finishers füllt die Munition deiner aktiven Waffe auf und erhöht 8 Sekunden lang das Nachladetempo. Packt der Anzugträger Taktikfähigkeit regeneriert während Flashback eine geringe Anzahl Schilde. Klingt auch ultra stark. Phasen, Echo, Flashback hinterlässt Nachbilder, die Squad-Mitglieder berühren können, um einen Geschwindigkeitsboost zu erhalten. Also kann es nur der Boost sein. Hier haben wir das mit dem Woge theoretisch nochmal. Also in der Theorie, Woge steht hier nicht geschrieben, aber das kann eigentlich dann nur so sein, wenn Woge hier, das kann quasi nur der Slide Boost sein, wo wir dann sliden, der Slide ist zu Ende und dann können wir auf einmal für 2-3 Sekunden extrem schnell rennen. Kann eigentlich, jetzt kriege ich ja nebenbei noch ein Abo auf YouTube, läuft, die Alerts sind auf jeden Fall am Start, sehr, sehr cool. So, okay, wir bleiben jetzt aber weiter im Text, sorry, dass ich hier ein bisschen rausgesprungen bin. Flashback hinterlässt Nachbilder, kennen wir wie von Maggie, habe ich vorhin erst erklärt. Dann haben wir ein weiteres Emoji, aufpassen. Und wir haben verloren in der Leere. Dein Squad kann länger in einer Phasenkammer bleiben, aber Gegner in der Phasenkammer werden nicht mehr gescannt. Okay, betrifft die ultimative Fähigkeit, sollte soweit klar sein. Das war's von den Fähigkeiten und den Perks von Fade. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.